Die digitale Ungleichheit ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Da ist zuerst einmal die Sache mit den weißen Flecken. Auf der Landkarte Europas gibt es Orte, gibt es Regionen, die nicht richtig angeschlossen sind an die digitale Welt. Das kann und darf nicht sein. Und dann, wie angeschlossen? Es geht nicht in Megabyte. Wir müssen sofort in die Gigabyte-Runde einsteigen, wenn wir wirklich etwas tun möchten. Und die Schulen, da geht es ja an, dass in den Schulen wirklich mit den neuen Technologien gearbeitet wird, dass wir eine nächste Generation heranziehen, die nicht nur die Gebrauchsweise von diesen Technologien kennt, sondern auch die Ausweitung, die Ausdehnung, die neuen Technologien der Zukunft entwickeln kann. Also sehr viel investieren in Forschung und in Bildung scheint mir absolut notwendig. Und damit junge Menschen, junge Frauen auch, die ja herangeführt werden müssen an diese Maschinen und denen erklärt werden muss, dass die Maschinen nicht beißen, dass die neue Felder entwickeln, dazu bedarf es Investierungen auch in ihre Unternehmen. Die digitale Welt braucht Risikokapital und zwar massiv und sie braucht das Risiko. Es muss jemand auch mal die Gelegenheit bekommen, etwas falsch zu machen, um dann das nächste Mal es 10-mal richtig zu machen.